Mein Name ist Bel Coelho. Ich bin Chefköchin in Sao Paulo und lade Sie ein auf eine kulinarische Reise durch mein Heimatland Brasilien. Würde man einen Tunnel von Sao Paulo quer durch die Erde graben, käme man vor der Küste der Insel Okinawa heraus, am anderen Ende der Welt. In Japan, dem Land, das Köche zum Träumen bringt. Gott sei Dank brauchen wir keinen Tunnel, denn die Japaner sind längst hier und haben in Brasilien eine neue Heimat gefunden. Alles begann in meinem Lieblingsviertel Liberdade. Ich bin oft in diesem Viertel, um Lebensmittel oder Küchenartikel einzukaufen. Ich liebe japanische Produkte. Auf dem Wochenmarkt von Liberdade kommt man sich vor wie in Osaka. Hier gibt es frisch zubereitete Takoyaki. Hallo, 4 Stück bitte. Was ist da drin? Oktopus? Wird er mit Mehl gemacht? Ja, mit Mehl. Und das ist getrockneter Bonito. Ja, genau. Und Seetang. Danke. Diese ausgebackenen Teigbällchen sind sehr schmackhaft. Gefüllt sind sie mit Oktopus und bestreut mit geraspeltem Bonito, einer Thunfischart. Die Flocken intensivieren noch den Geschmack. Schmeckt's Ihnen? Sehr gut. Ist das typisch japanisch? Ja, ist es. Kann man es dort auf der Straße kaufen? Auf der Straße, in Bahnhöfen und Einkaufszentren. Es ist ein traditioneller Snack. Köstlich, danke. Ich danke Ihnen. Anfang des 20. Jahrhunderts suchte Brasilien händeringend Arbeitskräfte als Nachfolger für die afrikanischen Sklaven auf den Kaffeeplantagen. Zur selben Zeit auf der anderen Seite des Erdballs erlebte Japan einen wirtschaftlichen Aufschwung und öffnete sich der Welt. Durch die Modernisierung der Infrastruktur verloren viele Bauern ihr Land und emigrierten. Die ersten kamen 1908 im Bundesstaat Sao Paulo an und legten den Grundstein für die heute größte japanische Gemeinschaft außerhalb Japans. Die Migranten brachten auch ihre Rezepte mit, die sie an die verfügbaren Zutaten anpassten. In der Izakaya Minato kann man diese japanisch-brasilianische Küche kosten. Eine Izakaya ist eine Art Tapas-Bar, ein Mittelding zwischen Bar und Restaurant. Wir beginnen mit dem Shokarak. Was ist das? Das ist Tintenfisch. Ohne Sojasauce? Ohne Soße. Und wie wird er zubereitet? Er wird gesalzen und in Schnaps eingelegt. Wow. Ganz schön salzig. Ja. Aber lecker. Das freut mich. Sergio, du bist nicht in Japan geboren, sondern hier. Ja, meine Mutter hat japanische Vorfahren. Sie ist in Ibiúna, in der Nähe von Sao Paulo, aufgewachsen. Ihre Eltern sind Mitte der 1930er Jahre nach Brasilien gekommen. Mein Vater wurde in Japan geboren. Er ist Ende der 60er Jahre mit ein paar Freunden ausgewandert. Seine Freunde sind wieder zurückgegangen, aber ihm hat es hier so gut gefallen, dass er geblieben ist. Er ist in Brasilien geblieben. Bel, das ist mein Partner. Fabinho, der Meisterkoch. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Bel. Ich werde dich jetzt mit ein paar Spezialitäten des Hauses verwöhnen. Wir beginnen mit roher Aubergine. In einer Izakaya gibt es viel Gebratenes, viel Schweinefleisch. Und Aubergine senkt den Cholesterinspiegel. Stimmt. Deshalb fange ich damit an. Dann kann man danach mit gutem Gewissen zuschlagen. Super Idee. Verwendet ihr auch brasilianische Zutaten? Mischt ihr die beiden Esskulturen japanisch und brasilianisch?
Bei manchen Gerichten tun wir das. Ich interessiere mich nämlich dafür, welchen Einfluss die japanischen Einwanderer auf die Kultur Brasiliens hatten. Und wie Brasilien die Kultur der japanischen Migranten verändert hat. Ich sage das nicht aus Eitelkeit, aber die japanische Kultur hat sehr zur Weiterentwicklung der brasilianischen Küche beigetragen. Nicht nur in Sao Paulo. Zweifellos. Unsere Vorfahren waren Bauern. Das steckt in unseren Genen. Wir verwenden natürliche Produkte und geben unser Wissen weiter. Ich würde gerne einen Sake trinken. Einen Sake? Ja, bitte. Sehr gern. Danke. Das ist ein typisches Izakaya-Gericht. Normalerweise wird es mit Geflügel klein zubereitet. Hier ist das Geflügelmagen mit Sake und Sojasauce. Und das ist ein Beispiel für die Fusionsküche. Gefüllte Paprika, ein Gemüse, das es in Japan nicht gibt. Und hier haben wir Butter no Kakuni, ein traditionelles Gericht. Schön. Hier, süßer Schweinebauch. Stell es nicht zu weit weg. Und zum Schluss Zunge und Schweinerippchen. Das ist Izakaya-Tradition. Bell, die ersten Gäste. Kein Problem, ich komme allein zurecht. Es war uns eine Ehre. Danke für alles, vielen Dank. Ich bin wunschlos glücklich. Sergio? Danke für deinen Besuch, Bell. Du bist immer herzlich willkommen. Danke. Oh je, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die Einwanderer aus Ostasien brachten ihre Esstraditionen mit nach Brasilien. Doch erst Mitte der 90er Jahre kam ein Gericht in Mode, das eigentlich nur einen kleinen Teil der japanischen Küche ausmacht. Sushi, die berühmten Happen aus Reis und rohem Fisch. Hier in Brasilien mussten sich die Köche an Fisch aus einem anderen Meer gewöhnen, dem Atlantik. Ich besuche einen der besten Fischhändler von Sao Paulo und bin dort auch mit dem Sushi-Meister Jun Sakamoto verabredet. Ist Jun noch nicht da? Er kommt sicher gleich. Dann können wir noch ein bisschen plaudern. Gerne. Seit wann bist du Fischhändler? Seit 37 Jahren. Ganz schön lange. Ja, ich habe hier mit 10 angefangen. Haben deine Eltern auch Fisch verkauft? Ja. Es liegt dir also im Blut. Ah, da ist Jun. Hallo, Bell. Wie geht's? Gut. Lange nicht gesehen. Hallo, Marcelo. Hallo. Was habt ihr Schönes für mich? Ich suche dir einen Fisch aus. Und kochst du auch Reis? Damit fangen wir an. Okay, gerne. Dann mal los. Dürfen wir deine Küche benutzen, Marcelo? Natürlich. Super. Danke, Marcelo. Das ist ein japanischer Rundkornreis aus Kalifornien. Wenn er gewaschen ist, wird er weiß. Gut waschen ist wichtig. Er wird gewaschen und gerieben. Man sagt, der Reis wird poliert. Ich wasche ihn, bis das Wasser fast klar ist. Jeder Sushi-Meister muss seine eigene Poliermethode finden. Reis ist in Japan so wichtig, dass es einmal eine Zeit gab, in der er als Währung diente. Man konnte mit Reis bezahlen. Kommt da nur Wasser rein oder noch was? Wasser. Und der Rest ist ein Geheimnis. Wo hast du gelernt, Sushi zu machen? Oder hast du es dir selbst beigebracht? Ich habe mir viel abgeschaut. In Japan hat jede Handlung einen Sinn, eine tiefere Bedeutung. Du versuchst immer, alles am nächsten Tag noch besser zu machen. Die Japaner glauben, wer seine Arbeit verbessert, verbessert sich selbst. In 30 Jahren kann man sich also nur weiterentwickeln. Nach dieser Philosophie. Jetzt lassen wir den Reis ruhen. Und danach wird er in den Bottich gefüllt und angemacht. Und womit? Verrätst du mir das? Mit Essig. Er kommt aus einem Familienbetrieb, der seit 100 Jahren Essig herstellt. In Japan sind 20 Jahre noch keine Tradition. 20 Jahre sind nichts. Unter 100 geht gar nichts. Genau. Die Reiszubereitung scheint komplizierter zu sein als die Fischauswahl. Viel komplizierter. Etwas so Simples wie ein Bällchen Reis mit einem Stück Fisch obendrauf verlangt sehr viel Sorgfalt. Sushi hat mehrere Bestandteile, aber am wichtigsten ist der Reis. Alles andere ist Beiwerk. So habe ich das noch nie gesehen. Und nicht umgekehrt.
So, jetzt nehmen wir uns dieses Beiwerk mal vor. Eine schöne Bernsteinmakrele, siehst du? Der Fisch muss genauso sorgfältig vorbereitet werden wie der Reis. Jun, wie hat die japanische Küche in Brasilien Fuß gefasst? Sie ist heute derart präsent in unserem Leben. Wie hat sich das entwickelt? Schrittweise mit den verschiedenen Einwanderungswellen. Die Japaner, die mit den ersten Schiffen hier ankamen, was wollten die? Sie wollten auf den Plantagen arbeiten. Aber das Leben hier war nicht einfach. Deshalb halfen sie sich gegenseitig. Wer gut kochen konnte, lud die anderen zu sich zum Essen ein. So entstanden die ersten Restaurants. Das waren keine professionellen Köche, sie hatten keine Ausbildung. Aber sie brachten sich selber bei, Sushi zu machen oder Sashimi und so weiter. Damit alle zu essen hatten. Ja, genau. Und um das zu essen, was ihnen schmeckte. Richtig. Das Essen ist Ausdruck der eigenen Kultur. Und die Japaner sind sehr stolz auf ihre Kultur. Nimm die Finger. Es ist mit den Händen gemacht und du sollst es mit allen Sinnen genießen. Ich war ja noch nie in Japan, aber für mich ist dies das beste Sushi der Welt. Einzigartig. Ich weiß nicht, wie ich mich bedanken soll für diese Lektion in japanischer Esskultur. Sushi ist mehr als ein Gericht. Es ist eine Kunst. Wunderbar. Ich besuche einen buddhistischen Tempel, dessen Bau von der japanischen Gemeinde in Brasilien finanziert wurde. Ich war noch nie hier, aber ich interessiere mich sehr für die Philosophie des Zen-Buddhismus. Auch wenn ihr Glaube teilweise noch vom Buddhismus und Shintoismus geprägt ist, sind die meisten japanischen Brasilianer heute überzeugte Katholiken. Der Mönch Ohata wird mir erklären, wie seine Landsleute ihre Religion hierzulande ausüben. Mich interessiert die Entstehungsgeschichte des Tempels. Wann wurde er errichtet? Dieser hier? Ja. 1991. Haben Sie ihn gebaut? Ich habe den Bau forciert. Aber Sie wurden in Japan geboren. Das stimmt. Mit 18 Jahren ging ich nach Brasilien. Hatten Sie denn eine Vorstellung, was Sie dort erwartet? Überhaupt keine. Und ich sprach kein Wort Portugiesisch. Damals, 1937, war gerade der zweite japanisch-chinesische Krieg ausgebrochen. Und ich verabscheute den Krieg, also floh ich, kam hierher. Und gründeten hier eine Familie? Ja, ich habe 1940 geheiratet. Haben Sie auch Kinder? Ich habe 6 Kinder. Sind alle Zen-Buddhisten? Nein, meine Kinder sind alle katholisch. Wirklich? Ja, meine Söhne und Töchter sind Katholiken. Unglaublich. Keines von ihnen wollte mir auf den Weg des Buddhismus folgen. Ist das der Einfluss Brasiliens? Ja, aber ich habe ihnen auch die Wahl gelassen. Mögen Sie Brasilien? Für mich ist Brasilien das Paradies. Der Tempel in den Bergen ist vom Kinkakuji, dem goldenen Pavillontempel in Kyoto, inspiriert. Die Natur, die ihn umgibt, besänftigt den Geist. Meine Leidenschaft gilt dem Kochen, also etwas sehr Materiellem. Doch für die Japaner ist die Zubereitung von Speisen mehr als das. Sie sehen darin eine spirituelle Übung. Am Abend besuche ich eine Bar in Liberdade, die in ganz Sao Paulo bekannt ist. Guten Abend. Guten Abend. Ich gehe nach hinten, ja? Gerne. Ich habe gehört, ihr habt ein spezielles Gericht für Sumo-Ringer. Das stimmt. Und du hast Glück. Wir haben es heute da. Na wunderbar. Einmal mit allem? Ja, mit allem. Und davon reichlich? Mit allem und reichlich. Ich mache dir eine Portion. Ja, bitte. Vielen Dank. Das sieht gut aus.
Was ist da drin? Das ist ein Eintopf mit Schweinefleisch und Huhn. Und mit viel Gemüse. Mangold, Steckrüben, Pilze. Heute hat ihn meine Mutter gekocht. Wie früher, denn Chanko Nabe haben wir schon als Kinder nach dem Sumo-Training gegessen. Machst du Sumo? Ja. Schon lange? Seit meinem 6. Lebensjahr, wie mein Bruder. War dein Vater auch Sumo-Ringer? Ja, mit Herz und Seele. Chan heißt Vater und Ko heißt Sohn. Chanko ist also das Gericht, das Vater und Sohn gemeinsam zu sich nehmen. Wie schön. Im professionellen Sumo verlassen die Kinder ihr Elternhaus, um in einer Sumo-Schule zu leben. Dann übernimmt der Lehrer die Rolle des Vaters. Das Chanko isst man also mit seinem Vater oder Lehrer. Das gefällt mir. Ich wusste gar nicht, dass es in Brasilien Sumo-Ringen gibt. Haben das die Einwanderer mitgebracht? Ja, sogar auf den Schiffen sollen sie Sumo ausgeübt haben. Sumo ist in Brasilien ziemlich groß. Ehrlich? Die Einwanderer haben den Sport aufgebaut. Interessant. Und du stehst im Ring? Ja, im Amateur-Sumo. Es ist weltweit die größte Liga. In São Paulo gibt es eine reine Sumo-Schule. Außerhalb von Japan findet man so etwas nur hier. Du kannst dir gerne mal ein Training anschauen. Das wäre toll. Danke für die Einladung. Und wann? Wir trainieren Samstag und sonntags morgens. Ich werde kommen. Du bist herzlich willkommen. Danke. Es wird dir gefallen. Das Chanko ist wirklich ausgesprochen nahrhaft. Schließlich ist es ein Gericht für Athleten, mit Fleisch und viel Gemüse. Es ist sehr lecker und gehaltvoll. Die Tradition hat ihre Wurzeln in den 1500 Jahre alten shintoistischen Riten. 1983 gründeten Japan und Brasilien den Kokusai Sumo Kyogikai, das internationale Sumo-Forum, aus dem 1992 der internationale Sumo-Verband hervorging. Insofern hat Brasilien einen festen Platz in der Geschichte des japanischen Ringkampfs. Mein nächstes Ziel ist das Viertel Villa Madalena, wo sich eines meiner Lieblingsrestaurants befindet, das Tanuki. Es hat heute geschlossen, aber Koji erwartet mich persönlich zum Abendessen. Als Enkel von Japanern isst der gebürtige Brasilianer für sein Leben gern Sushi. Und schwarze Bohnen. Er verkörpert wie kein Zweiter die Fusion der beiden Kulturen. Wie hübsch! Du interessierst dich für die Küche der japanischen Einwanderer? Richtig. Ich habe etwas Traditionelles für dich vorbereitet, ein Sukiyaki. Lecker. Ein klassisches Familiengericht, das für gewöhnlich von den Frauen zubereitet wird. Und selten von einem Mann. Genau. Das ist etwas ganz anderes als Sushi, stimmt's? Absolut. Ich zeige dir, wie man es zubereitet. Zum Sukiyaki gibt es eine Geschichte. Und welche? In der Edo-Zeit trugen die Samurai einen ziemlich großen Helm. Sie gingen auf die Jagd und da sie keinen Topf dabei hatten, schnitten sie Fleisch und Gemüse klein und kochten das Ganze in ihren Helmen. Über dem Feuer. Ja, so ist das Sukiyaki entstanden. Deswegen wird Sukiyaki in einem gusseisernen Topf zubereitet, um den sich die Familie schart. Und zwar immer direkt am Tisch, richtig? Ja. Wie dieser Bräter. So ist es Tradition. Und wenn er richtig heiß ist, gibst du die Zutaten hinein. Willst du mir helfen? Nur zu. Hast du in Japan gelebt? Ja, 5 Jahre. Immerhin. Und es war toll. Im Ernst? Ja. Könntest du da schon kochen? Kein bisschen, aber ich habe gerne gegessen.
Also belegte ich Kochkurse und lernte die verschiedenen Aromen kennen. Süß-sauer, pikant. Das war höchst interessant und brachte mich buchstäblich auf den Geschmack. Auf den Geschmack. In Japan schmeckt Sukiyaki übrigens anders. Es ist süßer. Das klingt gut. Wir machen hier brasilianisches Sukiyaki. Nicht ganz so süß. Sind deine Großeltern Japaner? Ja, auf beiden Seiten. Sie stammen aus Kumamoto im Süden Japans. Mein Vater hatte 12 Geschwister. Wenn es Sukiyaki gab, setzte sich die Familie um einen riesigen Tisch mit 3 oder 4 Töpfen. Die Kinder spielten, die Frauen kochten. Das erinnert mich sehr an meine Kindheit. Mich übrigens auch. Mein Vater ging mit mir gern in Liberdade essen. Und Sushi war damals noch nicht so verbreitet. In Brasilien kannte man es noch nicht. Dafür aßen wir andere japanische Gerichte und viel Sukiyaki. Es ist ja auch lecker. Ich liebe es. Diese Düfte rufen in mir schöne Erinnerungen wach. Lass uns essen. Fangen wir an. Das duftet herrlich. Darf ich? Natürlich. Lecker. Ein bisschen Süße hat es aber. Koji, vielen Dank, dass ich ein Sukiyaki mit dir kochen durfte. Als ich mit der Recherche zu dieser Serie begann, war mein erster Gedanke, du musst unbedingt zu Koji gehen. Das ist mir eine Ehre. Nicht doch. Für mich ist es eine Ehre, wirklich. Vielen Dank. Bell, ich freue mich von Herzen, dir ein Stück von meiner Kultur zeigen zu können. Halb japanisch, halb brasilianisch. Auch wenn ich gerne in Japan war, ging es mir vor allem darum, den Brasilianern, meinen Freunden, die japanische Kultur bestmöglich zu präsentieren. Dafür danke ich dir. Heute ist der offizielle Beginn eines Volksfests, dem die in Brasilien lebenden Japaner alljährlich entgegenfiebern. Sie feiern die Schönheit der japanischen Kirschblüten, der Sakura. Beim traditionellen Hanami sind alle auf den Beinen, um die Natur zu genießen. In Japan findet das Kirschblütenfest im April statt. Hier explodiert die rosa Pracht im August. Die Parks laden zum Flanieren ein oder auch zum Picknick mit der Familie. Ich suche einen ganz bestimmten Stand. Dort wird eine Spezialität verkauft, die es nur zum Kirschblütenfest gibt. Wo bekomme ich Sakuramochi? Da hinten. Stehen Sie für Sakuramochi an? Ja. Danke. Das ist der Stand, den ich gesucht habe. Dort verkaufen sie das traditionelle Gebäck zum Kirschblütenfest. Offenbar sind die Küchlein sehr beliebt. 2 Stück, bitte. Ist das ein Kirschbaumblatt? Ja, genau. Gibt es diese Kuchen wirklich nur zu dieser Jahreszeit? Nur während der Zeit der Kirschblüte. Wir benötigen dafür gleich große junge Blätter und pflücken von jedem Ast 3 oder 4 davon ab. Das ist nicht sehr viel. Nein. Isst man das Blatt mit oder ist es Dekoration? Das merken Sie, wenn Sie reinbeißen. Vielen Dank. Das Sakuramochi, hier sagt man Sakuramochi, besteht aus mehreren Komponenten. Zunächst ein kleiner Crepe aus Reisteig. In Brasilien wird sie aus Mehl, Maniokstärke, Zucker und rosa Farbstoff hergestellt, der Farbe der Kirschblüten. Die Crepe wird mit einer süßen Bohnenpaste gefüllt und in ein Kirschblatt gewickelt. Auch hier findet man wieder 2 ganz typische Zutaten der brasilianischen Küche, Reis und Bohnen. Zur Abwechslung mal süß statt salzig.
Eine interessante Mischung. Die Crêpe ist hauchzart. Das Kirschblatt verleiht ihr Biss und einen Hauch von Säure. Das Sakura-Mochi ist wirklich köstlich. Es heißt, dass Sakura-Mochi entstand im 18. Jahrhundert. Der Überlieferung nach haben japanische Mönche ihre Kuchen in Kirschbaumblätter gewickelt. Und daraus ist diese süße Tradition entstanden. Ein Trommelkonzert beschließt das Fest. Die Taikos lassen den Boden und mein Herz erbeben. Die Energie der Trommeln hat auch nach fast 100 Jahren nichts von ihrer pulsierenden Kraft verloren.